Leo, nimmst du das mal wieder weg? An die, das ist. Ja, du tust sie einfach irgendwo hin. Mach dir ein paar Schneeschuhe draus. Oder ein Vogelhäuschen. Ja? Du kannst auch einfach von den Keksen hier nehmen und die da reinstecken. Dann klaut sie dir niemand, die Kekse. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Iso Herquist. Ich bin ein Musiker und spiele an sich Ukulele. Wir sind hier in den heiligen Hallen, in den heiligen Hallen von Tom und Hannes, die gerade unsere neue Platte abmischen. Wir wissen noch nicht genau, wie sie heißt. Vielleicht heißt sie Take Core of the Fiske Care. Wir sind nicht sicher. Das Problem ist jetzt folgendermaßen. Es wird eine totgeile Platte mit dem Fiske Core, mit Dr. Geo Köhler, mit dem Professor und mit mir natürlich auch. Der Leon ist leider nicht dabei, das mag nichts. So, das Problem ist, wir hatten auf unseren Konzerten so eine Dose, da haben wir immer Geld reingetan, dass wir gesagt haben, boah, wenn die mal voll ist, die Dose, dann können wir uns einen wundervollen Studioaufenthalt bei Tom und Hannes finanzieren. Ha, hab ich gedacht, eine super Idee. Plötzlich war der Dose weg. Und wer hatte der Dose? Kalle hatte der Dose. Was hat der Dose, Kalle mit der Dose gemacht? Kalle ist mit der Dose in der Stadt gefahren und hat beim ortsansässigen Pilzbierfachhandel ein Wagenladung Benzin, nee, wie heißt das? Pilz gekauft? Klappe Kalle. Ein Wagenladung Pilzbier gekauft, extra mehr als 100, damit er seinen Bonus noch kriegt. Ein rot-weiß gestreifte Bademütze. Gerne. Nun hat er seine Bademütze, aber wir kein Geld mehr für den Studioaufenthalt. Und Hannes und Tom, die sind am Mischen wie die Weltmeister. Es wird ganz großartig. Ha! Aber, scheiße, wovon sollen wir das jetzt bezahlen? Ja, nun geht uns der Arsch so ein bisschen auf Grundeis. Haben wir gedacht, wir werden jetzt als Zeichen von meinen innersten Verzweiflung werde ich jetzt mir den Kopf mit diesem Klopapier einwickeln und danach diese Packung Tee aufessen. Nee, diese Banane aufessen. So. Das muss man ganz vorsichtig machen. Wir haben ein bisschen geübt dafür. Wir sind schließlich jetzt, ja, ich wickel mir den Kopf mit Klopapier ein, Leon. Das ist ein Zeichen meiner innersten Verzweiflung. Oh, das klappt diesmal aber echt gut. Ah, Scheiße. Scheiße sagt man nicht, Leon. Was? Scheiße sagt man nicht, Leon. Nein, nein. Oh, Menno. Oh, Menno. Ja, oh, Menno. Jetzt ist der schon wieder ab hier, der Mist. Oh, Menno, jetzt ist der Scheiße hier schon wieder abgerissen. Also, jetzt habe ich den Dreh langsam raus. So, wo ist denn jetzt die Bananen? Da, ja. Man sieht mich jetzt nicht mehr. Ich habe mich versteckt. Ich bin ein unsichtbarer Mann, der eine Banane isst. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist ein Bild des Schreckens, das Sie jetzt sehen. Es ist die pure Verzweiflung. Bitte helfen Sie uns, unsere Platte zu produzieren. Es wäre so traurig, wenn eine Weltgeschichte das entgeht. Ja. Sie können meine Tränen jetzt nicht sehen, aber wenn Sie noch ein bisschen warten, dann weicht der Klopapier durch. Ja? So, mit der letzten Platte nur besser. Hallo? Gell? Ist noch jemand hier?